Ja, liebe Leute, hiermit wieder Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft der neuen Staffel 2023. Ja, wir haben im letzten Part hier unten einen Haken gemacht. Ich war übrigens noch verwirrt, wo ich die Aufnahme beendet habe, dass ihr es nicht angezeigt habt. Ich nehme ja das Ganze mit GeForce Experience auf. Zwar zocke ich das ja sozusagen, also ich sehe das Bild ja über den Elgato Game Capture, also über das Programm von Elgato. Und ja, ich war ziemlich verwirrt, dass er am Schluss nicht angezeigt hat, dass er die Aufnahme beendet hat und jetzt auch am Anfang, dass er gar nicht mehr anzeigt, dass er sie angefangen hat. Hat mich sehr verwirrt, ehrlich gesagt. Aber das soll uns jetzt nicht verwirren. Es ist halt einfach, ich habe immer Angst, dass irgendwie die Aufnahme dann nicht funktioniert oder so. Ich hatte schon so viele Probleme mit Aufnehmen und deswegen gab es ja auch schon Zeiten, wo keine Let's Plays gekommen sind, also aus den Gründen. Und andere Probleme mit Headset. Ihr wollt es gar nicht wissen, schlussendlich. Aber, ja. Ja, toll. Da ist einfach ein Eisblock gespawnt und... Ja, super. So. Wie machen wir denn das ungefähr? Ich würde sagen, da hinten irgendwie die... da wieder hochzukommen. Ich glaube, es wird wieder bald Nacht. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön seid ihr wieder mit dabei. Ich glaube, da unten gibt es Sand, wenn ich das sogar richtig sehe. Und ich hoffe es sogar. Weil Gläser können wir dann zum Beispiel auch brauchen. Vielleicht ist es aber auch kein Sand. Wer weiß. Nee, das sind nicht so ganz. Wobei das, doch das hier ist sicher Sand. So, doch, ich baue das noch ein bisschen weiter hier. Sagen wir bis hier. Es friert halt direkt wieder ein. Ich will doch nicht das Schaf schlagen. Mann. Naja, gut, ich brauche Essen, also schlagen wir, wenn wir das schon das Schaf geschlagen haben, dann können wir es auch gerade töten. Tut mir leid, meine lieben Leute, das ist... Hä? Du hast nicht mal was zu essen getroppt? Willst du mich verarschen? Ich bin hier am Verhungern und du tropfst nicht mal... Du tropfst nur Wolle? Mann. Böse Schaf. Naja, machen wir hier, denke ich mal, so, die Treppe, oder? Irgendwie in die Richtung. So, wir werden sehen gleich. Werde ich verhungern, werde ich es nicht? Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, bevor ihr es natürlich gesehen habt. Ich vertraue euch, dass ihr das nicht direkt nachschaut. Ich würde sagen, wir machen hier Bruchsteinstufen. Wir müssen vor allem mal eh nachschauen. Okay. Doch, ich krieg Schaden. Oh, nervig. Ich habe aber nichts zu essen. Aber wehe, ich spawn nicht hier. Das wäre dann übelst. Okay, diesmal kochen wir es. Ach so, ich krieg nur bis da. Aber ich will eins wissen. Also wenn ich jetzt sterben würde, okay, müsste ich aber irgendwo runterspringen. Dass ich hier natürlich auch spawne, oder? Ich habe deswegen mal alles weggelegt.
Also wäre ja blöd, wenn ich nicht hier spawnen würde. Also ich verliere nur ein bisschen gewissen Ding. Das heißt, 5 Herzen haben, also die Hälfte haben wir verloren und die andere behalten wir anscheinend. Gut. Das ist natürlich doof. Ja, ich kann ja halt einfach runterspringen und mal schauen, was passiert. Also. Geronimo! Halbes Herz noch. Okay. Oh. Also ich müsste natürlich da spawnen. Das wäre jetzt total doof, wenn ich da nicht spawne. Das kann ich natürlich ohne Speichern verlassen. Wiedererschallen. Ja, ich habe mich übrigens auch umbenannt. Ich habe vorhin einen anderen Namen gehabt. Also nicht den von dem Spielern übrigens, der damals den Namen hatte. Jetzt habe ich die Hungersleiste wenigstens nicht mehr. Jetzt habe ich sie wieder. Also, so wie ich sie gerne haben wollte. So, wir schauen mal nach, wie gesagt. Ja, gut, ich will mal schlafen. Was wir überhaupt für Treppen bauen können. Das Cobblestone weiß ich. Also, welche Stufen überhaupt funktionieren. Wir können natürlich auch Half Slabs bauen. Ah, das war ein Ziegelstein. Und. Ja, genau. Nether, Sand, Birken. Ah, da gab's schon, okay. Also, das klingt vielleicht doof, aber die gab's schon. Dass man wenigstens unterschiedliche Dinge machen kann hier. Wir nehmen aber Steintreppen, was? War das nicht Bruchsteintreppen? Doch, doch, das waren einfach Bruchsteintreppen. Ich finde, die sehen eigentlich nicht mal so doof aus, ja. Sofern wir hier alles richtig bauen. So, dann nehmen wir hier noch. Da muss ich auch. Sofern wir vielleicht was finden hier. Gut. Noch ein bisschen Erde. Wir haben vor allem sehr viel Erde eigentlich. Ah, die Karte kann ich einfach so in die Hand nehmen noch. Ja, wobei, Moment, brauche ich die nicht. Machen wir die lieber hier hinein, falls irgendwas schief laufen sollte. So, dann würde ich sagen, machen wir doch Steinstufen, oder? Mehr kann ich nicht, okay. Ja, 20 Stück, hoffe ich, reicht. Wer weiß. Ach stimmt, was wir noch bräuchten, wäre noch ein bisschen mehr Fackeln vielleicht dann. Also ein bisschen ins Inventar nehmen wäre sicher nicht schlecht. Habe ich noch Stickies? Ich habe nur 2 Stickies. Also das ist doch wieder mal. Machen wir aus dem Dschungelholz noch Stickies und hier. Mal schauen, was nimmt er zuerst? Ah, was zuerst da ist. Gut. Dann so. Ah, das Boot. Jawohl. Okay, wir bauen mal schon ein Boot. Ich habe mir überlegt, brauchen wir hier schon eine Schaufel? Aber ich habe mir gedacht, nee, die Version wird das noch nicht mit der Schaufel haben. So. Das Boot natürlich auch. Ja. Das mal so hier. Und ja. Ist halt ein bisschen ungewohnt, gerade noch wieder. Wieder mit der alten Version zu spielen. Blödes Kuh. Blöde Kuh. So. Blödes Kuh.
Ach, die Kühe hier echt. Die machen ja einen fast Wahnsinn. Mö, ich bin ne Kuh, ich mach Mu und nerve, juhu. So fast wie meine Abonnenten. Also meine Zuschauer, meine ich. Manche, die mitspielen. Kann ich jetzt mitspielen? Hallo? Hallo? Kannst du ein Hallo, Antwort. Hallo? Ich hab doch gefragt, kann ich jetzt mit. Hallo? Kann ich mitspielen? Hallo? So ungefähr. Also nicht böse gemeint, meine lieben Leute. Aber in manchen Streams, hey. Manche Zuschauer bringen mich echt zur Weißglut. Also da muss ich schon einfach Danke sagen an meine Moderatoren, die das auch ertragen. Ashley und der Papa Bär. Vielleicht werden es ja irgendwann mal mehr. Aber nicht derzeit nicht. Und wenn ihr sagt, hey, wie. Übrigens auch, falls ihr die Frage mal habt, wie kann man Moderator übrigens auf meinem Channel werden, ja? Also erstens ist da. Zugehört sehr, sehr viel Vertrauen, meine lieben Leute. Und das ist auch so die Sache. Also, es ist nicht so, dass ich einfach sage, hey, ihr müsst das und das erreichen, dann kriegt ihr Moderatorrechte. Ich überlege mir da immer wirklich. Und bei Ashley ist es halt so ein untypisches Sache gewesen. Sie hat sich halt schon sozusagen so engagiert. Sie hat eigentlich das schon gemacht, bevor sie Moderatorin war. Also was eigentlich ein Moderator macht. Und ich habe sie nie gefragt danach. Aber ich habe gefunden, hey, es macht einfach Sinn. Und bisher muss ich auch gestehen, klar, es gibt manche Situationen da, hey, was war jetzt gerade und so, da frage ich halt mal nach. Oder es kann auch mal sein, dass sie überreagiert oder also der Mod oder ich vielleicht. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, es gibt leider viele Leute, die nerven einen da in manchen Situationen. Und da muss man einfach konsequent reagieren können. Und manchmal trifft es halt vielleicht auch einen, der jetzt nicht so viel Unsinn gemacht hat. Sag ich mal so einfach. Und ja. Da muss man halt einfach ein bisschen konsequent sein und tut mir halt leid, wenn es mal jemanden trifft, der dann eher findet, hey, ich habe doch gar nichts gemacht und so. Aber meistens sind eher die, wo das genau sagen, genau die Leute, die es eben betreffen sollte, also betrifft auch. Von dem her. In der Regel sind es wirklich die. So, ich hoffe, meine Pflanze friert da unten nicht ein. Ja, der geht sogar gut. Also von dem her sollte alles passen. Nee, kannst du nicht das nur Interessante zeigen hier in deinem Spiel? Das finde ich auch wieder so lustig, wenn das jemand schreiben würde. Also klar, ihr könnt schreiben, aber Leute, was heißt in nur Interessante? Ich meine, ich wurde mal in Sea of Thieves, hat mir das jemand gesagt. Ich soll doch nur das Interessante an dem Spiel zeigen. Habe ich gemeint, ja, aber ich will alles zum Spiel zeigen, was halt zum Spiel gehört. Und wenn ich nur das Interessante zeige, dann kann ich ja gerade gar nichts zeigen, oder? Das ist da auch nicht böse gemeint gewesen, aber irgendwie, es wirkt halt so. Ihr müsst ja meine Videos nicht anschauen, oder? Wenn ihr es uninteressant findet, was ich so mache, dann Leute, dann lasst es lieber, oder? Aber klar, ihr könnt mir Tipps geben. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie ich etwas gestalten könnte oder machen könnte, wie ich hier zum Beispiel mein Haus besser umbauen könnte. Hier fehlen natürlich noch Fenster und alles. Das ist klar. Und ich finde es jetzt auch ein bisschen blöd. Ich glaube, ich muss noch von der Höhe anpassen, weil ich hier ja alles flach mache. Vielleicht mache ich das jetzt alles so flach. Das wäre vielleicht besser, ja? Dann müssten wir alles auf diese Ebene bringen hier. Ich weiß, es ist leicht langweilig, um hier zuzuschauen, vielleicht.
Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es genau das, was ihr sehen möchtet. Ich weiß es nicht. Meine... Es gibt Leute, also jetzt das Beispiel mit Erik Range, also Gronkh, ja? Er macht Minecraft-Folgen und was er da alles baut, hat ja über 200 Folgen, je nach Staffel oder sogar 1000. Und er zeigt wirklich von A bis Z, was er da alles gemacht hat. Ja, klar, also es hat jetzt eine andere Community als ich und so. Das muss man ja auch gestehen. Aber die Frage ist natürlich, wie viel schaut ihr? Wie viel wollt ihr überhaupt sehen? Klar, ein großer Teil wird sagen, ich möchte nur mitzocken. Mir geht es jetzt nur darum, dass ich in Minecraft mitzocken kann. Und das verstehe ich, das ist ja auch eine Möglichkeit, ja? Aber ich habe schon mal gesagt, liebe Leute, ich suche nicht nur alleine Leute, die mitzocken wollen. Das ist irgendwie immer so, ja, da hätte ich genügend. Ja, Salze. Aber das sieht schön aus hier irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wo ich Stein abbauen soll. Ja gut, hier könnte ich schon Stein abbauen. Wir müssen halt irgendwo anfangen. Wir machen nachher vielleicht die Landschaft noch ein bisschen schöner dann. Das ist auch wieder so die Sache, meine lieben Leute. Ich verunstalte nicht gerne Landschaften, ja. Also klar, ich habe auch schon alles mögliche abgebaut, so wie ihr das macht. Oder dann irgendwas Hässliches hingebaut, weil ich es nicht besser wusste. Aber man muss ja irgendwie mal anfangen in Minecraft. Und manchmal weiß man halt nicht, wie man bauen soll. Ich fand es aber halt einfach nervig, wenn ihr mir hinterher tackelt und dann alles irgendwie umbaut. Und ich habe vorhin extras schön umgebaut, ein bisschen die Landschaft angepasst. Und da kommen einfach die Leute, also jetzt auf meiner Let's Play-Welt, und zerstören und vernichten einfach alles. Ja. Und klauen dann und fragen, ob ich dies und jenes habe. Und wenn ich keine Antwort gebe, dann seid ihr ziemlich ranzig und ja. Zerstören und vernichten. Das ganze Konzept dahinter. Klar, ich habe da vielleicht ein paar Fehler gemacht, von den Regeln aufzustellen. Oder weil ich es gar nicht gesagt habe, wie ich es haben will. Aber ja, ich kann nicht alle 15 Sekunden jedem wieder erklären, was jetzt eigentlich das Ziel oder wie ich das gerne haben möchte auf der Map. Manche haben einfach oder hören nicht zu und das ist das dann auch wieder so die andere Sache, dass ich kann das so viel mal sagen, wie ich will, aber wenn es Leute gibt, die eh nicht zuhören, da bin ich aber nur gestresst darüber und ja, was soll man dazu sagen? Es macht einfach Bock, jedenfalls hier mal alleine zu zocken. Alleine das Ganze hier zu genießen. Ich hoffe, ihr versteht das auch. Bin mir unsicher, ob es die wirklich, wo es auch betrifft, wo mir hier halt ziemlich auf den Keks ging. Auch das Schauen werden, ja. Bei Potter war ich ja überhaupt überrascht, dass er das neue Video geschaut hat. Und das auch noch in die Kommentare geschrieben hat. Weil er mal gesagt hat, dass er nur Livestream schaut. Also das war jedenfalls das, was ich darunter verstanden habe, Potter. Du hast gesagt, du schaust nur Livestream. Aber du hast gesagt, dann später, du schaust auch aktuelle Videos, aber keine alten Videos. Das finde ich natürlich auch schade, wenn es Leute gibt, die so sind, aber jeder muss natürlich selber entscheiden, wie er das so macht. Und ja. Zurücksetzen wollte ich hier. Ja, die Zeit ist schon wieder um. Es geht einfach ratzfatz von. Ob ich heute 7 Parts aufnehme, das ist ja schon der 3. heute. 4. 4. 4. Der 4. Part. Ah, da haben wir dann auch schon Stein. Das ist auch gut, weil wir machen nachher natürlich Erde draus. Also setzen da Erde hin. Falls ihr euch fragt, was ich hier genau tue,
Eigentlich muss ich mir gar nicht erklären, weil wenn ihr bis hier hingeschaut habt, das ist halt auch so die Sache bei den Livestreams. Da muss ich immer wieder neu erklären, was ich da einfach gerade am Machen bin. Bei den Let's Plays gehe ich davon aus, dass ihr alle schaut bis da. Und wie ihr merkt, ich bin sozusagen zu sehr in den Let's Plays, in den Livestream drin, als dass ich hier das Bedürfnis habe, euch zu erklären, was ich gerade mache. Aber das muss ich gar nicht, weil ihr ja bis hierhin, denke ich mal, geschaut habt. Es ist einfach einfacher. Ich finde halt Let's Plays simpler und einfacher. Man kann auch zwischendurch bearbeiten. Du schneidest halt zu oder ihr merkt das auch vielleicht von meiner Stimme. Jemand hat auch gesagt, dass meine Stimme anders klingt. Das liegt halt einfach daran, in einem Stream, das müsst ihr auch verstehen, da bist du halt dauernd am Reden. Und da kommen Leute hinein und irgendwann ist man einfach auch genervt, ja. Das ist nicht böse immer gemeint, aber wenn du alle 5 Sekunden wieder dasselbe hast, wo die Leute einfach, oder alle 10 Sekunden, sagen wir so, das ist realistischer. 10 Sekunden alle fragen, kann ich mitzocken, 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 und du erklärst jeden wieder, Hallöchen, kannst du nicht mal zuerst ein Hallo schreiben, das wäre vielleicht freundlicher so, und dann, ah ja, okay, ja, gut, ich hab's verstanden, so, hallo, wie geht's? Ist alles schön und gut. Wie war so dein Tag? Wie waren so deine Tage? Oh no. Nee, Spaß. Das macht's halt einfach. Dadurch ist halt so das Ganze einfach. Das Feeling anders, meine lieben Leute. So, meine lieben Leute, aber das soll es für diesen Part gewesen sein. Wir haben ja unten jetzt ein bisschen hier was gemacht, das habt ihr vorhin gesehen. Und wir werden im nächsten Part jetzt hier das Haus noch komplett neu bauen und dann schauen, dass ich hier natürlich einen Zaun hinmachen kann, dass ich ein paar Tiere hier halten kann und die vor allem hoffentlich auch hier bleiben. Also nicht die spawnen beim nächsten Aufnahmesession, da ich ja auch nicht weiß, wenn die überhaupt sein wird, ja. Also, ich denke, morgen weiß ich noch nicht, ob ich hier überhaupt aufnehmen werde. Ich werde ja auch noch andere Let's Plays aufnehmen. Vor allem wegen PlayStation Plus. Das habe ich ja nur noch bis... Welchen Monat ist es? Etwa Hälfte des Jahres. Und da will ich natürlich schauen, dass ich da auch noch ein Let's Play, wo ich angefangen habe, wo ihr noch nichts zu Gesicht bekommen habt, noch fertig aufnehme. Naja, soweit es halt eben geht. Und vielleicht dann noch ein paar Livestreams bringe, wo auch in die Richtung von PlayStation Plus gehen. Aber meine lieben Leute, habt einen schönen Tag, macht's gut und danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!